alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Von Rot-Weiß Oberhausen steht jetzt Fabian Holthaus bei mir. 90 intensive Minuten. Wie ist dein Resümee? 3 Punkte. Wir sind zufrieden. Ich glaube nicht ganz mit der Spielart und Weise, wie wir es in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Da haben wir uns was anderes vorgenommen. Unterm Strich abhaken, 3 Punkte im Sack. Und konzentrieren, erholen, regenerieren und konzentrieren auf nächste Woche. Was meinst du, ist der Grund, dass Strahlen in der zweiten Halbzeit nochmal so nah rangekommen ist? Ja, ich glaube, dass wir insgesamt einfach keine Ruhe mehr am Ball hatten, zu wenig eigenen Ballbesitz hatten und auch zu wenig vorne die Bälle festgemacht haben. Und dadurch haben wir halt Strahlen auch stark gemacht. Die haben immer die ersten und zweiten Bälle gewonnen und da haben wir ein bisschen ungeordnet gewesen. Ja, und dann macht man so einen Gegner nochmal stark. Einmal muss man natürlich noch auf diesen Strahl zum 2:0 von euch zu sprechen kommen. Wie hast du das erlebt? Ja, in dem Moment wusste ich einfach, dass Sven nicht viel übrig bleibt, also dem Kreier, dass der den Ball ablegt. Ich bin hingelaufen. Wir üben die Woche über immer wieder Abschlüsse, auch aus der zweiten Reihe. Hat die Woche über nicht ganz so gut geklappt. Umso besser, dass es heute geklappt hat. Dann schmeckt das Bier jetzt wahrscheinlich doppelt so gut. Ah, auf jeden Fall, ja. Dann lasst es euch schmecken. Vielen Dank. Schlag auf Schlag hier. Jetzt ist Mike Terranova bei uns am Mikrofon. Gerade schon mit Fabi Holthaus gesprochen. Ersten 45 Minuten sehr, sehr gut, würde ich sagen. Warum ist es am Ende nochmal spannend geworden? Ja, ich glaube, weil einfach Strahlen halt mehr investiert hat. Die haben halt natürlich gesagt, komm, wir probieren halt nochmal alles. Die hatten halt immer einen Spielzug, wollten halt Pierre Fasnacht rausziehen und der Ball ging dann halt immer hinter der Kette. Ich glaube, 5-mal habe ich den Pierre reingerufen. Er soll halt stehen bleiben auf der Linie, weil es halt immer wieder dasselbe ist. Weil es dann halt gefährlich geworden ist. Das ist halt ein Spielzug, den wir eigentlich auch so drauf haben. Dann muss auch ein Sechser mitlaufen. Ich glaube, Glodi kennt es halt noch nicht so. Er wollte dann halt immer übergeben. Nein, das gibt's nicht. Wir laufen dann halt mit. Das ist wieder Achterlaufweg. Äußere Mittelfeldspieler zieht den Innenverteidiger raus. Achter läuft hinterher. Sechser in der Regel bleibt nicht stehen, weil sie nicht so weit denken. Und bupp, haben wir schon wieder das 1-gegen-1. Dann habe ich ja gesagt, haben sie auch schnelle Leute. Ja, und dann haben wir halt immer wieder Probleme gekriegt. Dann haben wir auch irgendwann um das Tor gebettelt. Dann haben wir in der eigenen Hälfte noch versucht, auf Tunnel zu gehen. Ne, anstatt, dass wir dann auch die Tiefe suchen, damit die uns nicht so hochpressen. Haben wir alles nicht gemacht, ist aber auch kein Problem. Werden wir halt analysieren und wichtig ist halt, dass wir so einen Spieler noch am Ende ziehen. Ne, also wir hätten uns auch nicht wundern brauchen, da muss man ein Kompliment an Strahlen geben, dann, wie zweite Halbzeit, wenn wir den Ausgleich noch kassieren. Das wäre ja dann halt der Klassiker gewesen. Nichtsdestotrotz nehmen wir die Punkte halt gerne mit. Wir müssen dann einfach lernen, gerade auch wenn wir führen zu Hause auf unsere Wand, dass wir dann auch unsere Umschaltmomente, wenn du das dritte machst, fallen die wahrscheinlich auseinander. Und dann muss man einfach auch sagen, haben wir es oft genug geübt, dass wir darauf zugehen, dass wir binden, dass wir ein 2-gegen-1 rausmachen. Das haben wir einfach nicht gemacht. Jetzt muss ich die Jungs natürlich fragen, warum die einen oder anderen so gehandelt haben. Aber auf der anderen Seite haben die so viel investiert, dann rauben wir den Temperaturen. Dann ist es auch nicht immer ganz so einfach, sich in der Lage des Spielers halt reinzusetzen, weil die sind ja halt viel gelaufen. Aber ich bin froh, 3 Punkte geholt, die wollten wir holen. 7 Punkte nach 3 Spielen, das ist erstmal das Wichtigste. Und jetzt können wir in Ruhe aufarbeiten und dann hoffe ich, dass wir es in Zukunft auch viel besser machen. Ja, die Temperaturen sind wirklich sehr, sehr krass. Ich stehe hier nur rum und mir ist schon super warm. Wir haben Sie am Ende des Spiels noch mit Ihrem Spieler Öztürk heiß diskutieren sehen. Ja, es geht einfach darum, es ist ein Freistoß und dann kommt von mir eine ganz klare Anweisung, er muss da rein. Egal, was vorher war, weil ich vom Gefühl sage, der Ball kommt in diesen Raum und der muss verhindert werden. So, der sagt natürlich, ne, ich bin da eingeteilt, aber wenn ein Kommando von mir kommt, soll er einfach nur zuhören und dann nehme ich ja natürlich auch alles auf meine Kappe. Was ist, er hört nicht, der Ball kommt in den Raum, der Ball ist drin. So, und dann bin ich natürlich sauer. Wenn der Ball dann rüberkommt, nehme ich ihn gerne auf meine Kappe. Aber wie gesagt, haben wir kurz drüber gesprochen, wenn wir in Zukunft auch anders machen und dann ist die Sache auch schon vom Tisch, dann sind wir ja beide schon wieder einen Schritt weiter. Und am Stich stehen auch 3 Punkte. Mike Terranova, vielen Dank und dann feiern Sie den Sieg schön mit den Jungs. Ciao. Jetzt ist auch Sunday Olisee vom SV Strahlen bei uns. Herr Olisee, Licht und Schatten heute. Die ersten 45 Minuten eher schwächer, die zweiten 45 Minuten deutlich stärker. Was haben Sie der Mannschaft in der Kabine gesagt? Ja, ich habe nur gesagt, was wir machen vor Fehlern. Und ich habe einige Änderungen gemacht, nicht extra mit Personal, aber nur mit taktisch da. Und dann am Ende habe ich ein bisschen Personal aus. Aber ich denke, mit ein bisschen mehr Glück haben wir das Spiel unentschieden oder auch trotzdem gewonnen. Welche Fehler haben Sie in der ersten Halbzeit gesehen? Ah, wir haben wieder eine dumme Tor bekommen von dem Freistoß. Das ist nicht einfach für meine Spieler. Wenn 8 Minuten, wir sind gut organisiert und wir kriegen eine
individuell eine Torso. Das hat uns kaputt gemacht, denke ich. Was muss in den nächsten Spielen besser werden, damit Strahlen auch wirklich Fuß fassen? Ja, ich denke, wir müssen erste unsere Individualfehler abkürzen. Und dann schauen wir mal. Die sind gut. Man sieht schon, dass die Arbeit ist da. Die haben das Lust, die wollen. Aber okay. Schade, haben wir verloren. Sané Olise, vielen lieben Dank. Sehr aktiv und sehr heißblütig an der Linie erlebt. Und damit war es das von meiner Seite. Euch noch einen schönen Samstag. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.